Willkommen in der Homebase für Horn Circle Member. Schon dieses Obst und diese Kuchensorten, die jeden Tag frisch gebacken werden. Der Wahnsinn. Ist ja das schöne Gästebuch. Also wenn ihr hier seid, müsst ihr euch hier eintragen. Schreibt da rein, wie euch das gefallen hat, ob das Spaß gemacht hat, ob das eine schöne Lounge ist und. Und da kann man also hier dementsprechend was reinschreiben. Guck mal hier, niedlich. Ja, und guten Morgen und I love you und was man eben alles so reinschreibt. Und ich mache natürlich auch jedes Mal immer einen kleinen Eintrag. Guck mal, sowas gibt es da auch. Das waren wahrscheinlich Kinder. FC Bayern-Fan, wie ich sehen kann. Also 16.05. Ach, guck mal. Im Mai. Am 8. Mai war ich hier, habe einen kleinen Eintrag gemacht und mich verewigt. Und jetzt heute bin ich wieder da. Wie wunderbar. Fideralala und hopsasa. Ich bin der Berti von der Post. Ich bringe Liebesbriefe, Telegramme mit viel Lust. Ich bin der Berti von der Post. Ich bringe gute Laune niemals. Und ich bin in meiner Homebase. Und es gibt für euch eine Möglichkeit, ein kleines Spiel mitzumachen. Wer also Horn Circle Member ist oder wer First Class Gast ist oder zum Beispiel ein Business-Class-Reisende, der sich ein First-Class-Eintritt gekauft hat. Also alle, die hier in die First-Class-Lounge von Lufthansa reinkommen können, die können das finden und mitnehmen. Also es ist zum Beispiel ja hier in der Lufthansa-Lounge im Aberwald, gibt es hier also eine private Abteilung, wie so eine Art Buchabteilung, also richtig nett gemacht, so eine kleine Bibliothek. Ich bin der Berti von der Post. Ich bringe Liebesbriefe, Telegramme mit viel Lust. Ich bin der Berti von der Post. Ich bringe gute Laune, niemals Frust. Neulich musste ich morgens mit einem Album los. Der sollte zur Frau Meier, da war ich atemlos. Und ich habe ja vor einigen Jahren ein Buch geschrieben: Die ungewöhnlichen Geschichten des Postboten Berti. Naja, kommt die ganzen Schalttaten von früher wieder hoch, war immerhin Bestseller. Ja, also hat gut geklappt. Und hier ist der Autor zu sehen. Und ich habe hier meinen kleinen Hornaufkleber. Und den mache ich jetzt hier soweit fertig. Den klebe ich jetzt hier rein. Damit ihr wisst, das Buch mit dem Hornaufkleber, das könnt ihr mitnehmen, wenn ihr das findet. Wenn ihr also hier in der First Class Lounge seid. Ich zeige das. Klebt das also hier ein. Und dann mache ich da eine kleine Signation drauf. Schreibe rein, herzlichen Glückwunsch. Dann ist das ein richtiges Autogramm jetzt für die, die das finden. Und der Horn ist doch ein Wow. So, also so habe ich das, kann man das gut sehen, ja, habe ich das vorbereitet. Und das Buch, das stelle ich jetzt dahin. Ich bin der Berti von der Post. Ich bringe Liebesbriefe, Telegramme mit viel Lust. Ich bin der Berti von der Post. Und das ist das Zweite. Auch da kommt natürlich der Aufkleber rein, der Hornaufkleber, der Hornbutton. Und wenn ihr also das Buch, wenn ihr also in der First Class Lounge seid und ihr wollt ein schönes Buch lesen, dann könnt ihr euch eins von diesen tollen Büchern hier ausleihen. Und mein Buch, das ist das Wow. Auch wieder gezeigt, einmal eingeklebt. Mein Buch dürft ihr mitnehmen. Das ist ein Geschenk für den, der es findet. Da mal eine kleine Pflicht wäre dann natürlich zu sagen, ein Foto zu machen und das zu scheren und zu sagen, ich habe dein Buch gefunden. Und das dann bei Instagram oder eben bei YouTube zum Beispiel als kleines Video hochladen. Ihr könnt auch ein Video machen und mir das hochladen. Das ist überhaupt kein Problem. Auch hier schreibe ich herzlichen Glückwunsch.
der Hand. Und das stelle ich jetzt dahin. So, also, wer Lust hat, diese beiden Bücher sind versteckt, stehen zwischen den anderen Büchern und wer sie findet, nimmt sie mit. Und wenn sie gefunden worden sind, beim nächsten Besuch bringe ich wieder zwei mit. Das sind die, ne? Und dasselbe könnte ich dann auch noch in der Schweiz machen, in Zürich. Da gibt es nämlich auch so eine Bibliothek. Mal gucken. So, jetzt muss ich erstmal frühstücken. Ich bin der Berti von der Post. Ich bringe gute Laune, niemals Frust. Ich bringe gute Laune, niemals Frust. Ach ja, angekommen in der Homebase und ein schönes Frühstück. So muss es sein. Guten Appetit. Do you know what I mean? Do you ever have this feeling? Everything is wrong and you don't know the meaning. Don't deny, it's never too late. Und ein letztes Glas im Stehen. Nein. Noch ein kleiner Schluck Champagner. Ein herzliches Dankeschön in die Runde. Kleines Frühstück in der Homebase. Lecker, großartig, frisch, so wie es gehört. Pass brauche ich jetzt. Jetzt geht es nämlich in die B-Lounge. Hier haben wir ja alles abgegrast. Es gibt natürlich noch eine Business-Lounge hinten im A24-Bereich. Das wäre jetzt zu weit. Ich habe mein Ticket, ich habe meinen Pass. Ab in die Lounge. Und viel Freude dabei. Vielen Dank. Tschüss, tschüss, tschüss. So. Das war, wie wir es lieben, wie wir es mögen. Eintrag ist gemacht. Ihr wisst, in dieser Buchabteilung ist das Buch versteckt. Dazu wünsche ich viel Glück zum Suchen. Und der Finder, der meldet sich. Guck mal, das ist doch eine Bar. Hm? Das macht Spaß. Auf in die B-Lounge. Und runter mit dem Aufzug. Also hochgelaufen, runtergefahren. Gut für die Beine. Das ist ein echter Tipp. Macht Sinn, weil wenn man immer aufstößt, das geht natürlich auf die Gelenke. Und von der Seite. So, jetzt packe ich mal meinen Pass und mein Ticket hier so in meine Büchse. Hier geht's auf und hinaus. Und jetzt wollen wir noch mal leise und jetzt laut. So, also wir gehen von der First. Von der First. Von der Homebase. Im A-Bereich. Ab in den B-Bereich. Naja, das ist immer die Hoffnung. Kommt die Uhrzeit 11, halb 11, 11. Dass dort nicht ganz so viel los ist. Und man da gut durchkommt. Macht doch Spaß, mal ehrlich. So, hier gilt das Motto, runterfahren mit dem Aufzug. Das war jetzt okay, aber hochfahren, hochlaufen, na gut, okay. Ich mache damit, wir sind in der neu gestalten Underground Dog Bar. Da ist auch ein bisschen Barcharakter, kann man schon nicht anders sagen. Und reichlich viel los heute hier. Den werde ich jetzt erstmal überholen, mal gucken, ob sie einen vorbeilassen. Macht ja auch Spaß, ne? Sorry! Sorry? Sorry. Oh, ich meine, das war jetzt gut, oder? Also, sorry, Entschuldigung. Oder darf ich mal? Jetzt ist frei, komm mal. Freie Bahn für freie Bürger. Nein, für freie Horn Circle Member. Guck mal, so viel Spaß ist es immer. Herrlich.
Und auch eben, ich muss sagen, die Truppe, die war recht gut drauf, waren lustig. Macht Spaß. Ich höre einen Vogel. Hier unten? Ist ja wie in Istanbul. Na ja, der Frankfurter Flughafen. Mal wieder so ein kleines Thema, wir sind gerade hier so unter uns. Das ist auch interessant. Denn der Frankfurter Flughafen ist ja, wird so gegen den Münchner ausgespielt. So in dem Motto, wir wollen die Preise ein bisschen senken oder was weiß ich. Da ist Krieg. Naja, ist ja eigentlich überall. Ne? Und jetzt geht's mit der Rolltreppe. Nein, nicht mit der Rolltreppe, zu Fuß nach oben. Das ist ein Bau, ich bin ganz allein im Aufzug. Ach so, ich wollte ja laufen. Sorry. Gut, beim nächsten Mal. So, wir sind da. Wie wunderbar. Und sind im B-Bereich, hier ist die große Hoffnung. Es geht hier um diese Passkontrolle. Ob ich da, also dass die da auch keine Passkontrolle für uns Circle-Member haben. Also ist doch ein Ding. Für First Class und für Hans Circle-Member muss es doch eine extra, aber dafür ist es automatisch. Guck mal. Nicht Passwort? Hier gehen wir jetzt hin. Hier packen wir unser Passwort drauf. Das geht hier ganz einfach. So, da geht die Tür aus, jetzt muss ich mich kurz verabschieden. Das ging schnell. Das ging extrem schnell, das war ein absoluter Glücksfall. Was haben wir für eine Zeit? 10.50 Uhr. 10.50 Uhr. Das bedeutet, das ist eine wunderbare Zeit. So, wichtig nach der Passkontrolle, wenn man in die, wo ich jetzt hingehe, denn ich habe noch Zeit, in die Maple Leaf Canada Air Lounge. Ist ja auch einer meiner liebsten Lounges. Und ich will noch mal gucken, wir hatten ja damals gesprochen, ob es Waffeln gibt. Ich weiß nicht, die hatten ja die Waffeln nicht einführen dürfen, diese Waffelpfanne, wegen Feuergefahr. Es hat dann geraucht und gedampft und dann ist immer die Sprinkleranlage angesprungen und dann konnten sie diese Waffel, das Waffeleisen nicht einführen. Ist natürlich schon nervig, sowas. Aber jetzt Maple Leaf. Schauen wir mal, wir sind immerhin hier. Guck mal, Frankfurt Airport. Und wir gucken mal, was wir heute in der Maple Leaf Lounge erwarten können. Herzlich willkommen in der Maple Leaf Lounge. Guck mal, so. Die haben noch kein neues, also es kommt wahrscheinlich auch irgendwann. Die werden ja alle von Lufthansa. Ne? Kleiner Scherz. So, mal gucken, ob es da ist. Ich meine, frischer Laugenbrezel und auch ein schöner Weißwein. Oh, das sieht lecker aus, wa? Das ist richtig, also frisch, appetitlich, da hat man Lust zuzugreifen. Ach, der A380, ja, ist ja immer noch mein Favorite an Maschinen vorne. Schön in der ersten Klasse, wenn man auf Platz 1C oder D sitzt. Dass man, oder 1K ist das, glaube ich. Dann hat man seinen kleinen Spind, Garderobe und dann diese große Toilette, dieses Badezimmer. Da fehlt nur noch eine Wanne, eine Dusche fehlt. Lufthansa muss eine Dusche einbauen. Oder eine Badewanne, das wäre der Hype. Eine Badewanne bei Lufthansa im A380. Das würde Emirates toppen. So, ich bin in der Maple Leaf Lounge. Es gibt feine Tomatensuppe. Es gibt Nudeln und es gibt ein Maple Beef Stew, also das ist Rindfleisch in Soße. Duftet großartig, aber ich habe ja gefrühstückt. Ich will ja auch sehen, die haben ja auch hier so einen kleinen Frühstücksbereich, der ist ja schon fast fertig. Und jetzt will ich mal gucken und mal fragen, ob es die Waffeln gibt. Musik.
So, damit tschüss aus der Maple Leaf Lounge. Das war ein schöner, kleiner, kurzer Aufenthalt. Air Canada. Auch eine tolle Airline. Müsste ich eigentlich auch mal fliegen. Bin ich noch nicht mitgeflogen. Also, wieso eigentlich nicht? Muss ich mal machen. So, mein Gepäck, ja, das habe ich ja immer hinten auf dem Rucksackbereich. Senator Lounge. Jetzt gehen wir mal in die Senator Lounge. Komm, wir wollen mal gucken, wie sieht die Senator Lounge zurzeit im B-Bereich aus. Ich meine, da habe ich ja die große Runde gemacht in der großen, im Z-Bereich. Aber im B war ich lange nicht mehr. Also mal ab in die Senator Lounge. Raus aus der Maple Leaf und gleich rechts. Wer also auch mal Lust hat, so ein Lounge-Hopping zu machen. Mir macht das immer sehr viel Spaß. Und man sieht immer viel Neues. B43 ist die B-Senator Lounge. Und das gehen wir uns jetzt mal angucken. Wie sieht es da aktuell aus? Und hier, so ist der Eingang. Guck mal, das ist der Eingangsbereich. Und jetzt ab in die Lounge. Und das ging auch schnell. Die sind immer freundlich, sagen Hallo und nett. Und jetzt gibt es die Entscheidung. Da liegt die Entscheidung ja wohl klar. Ja, ich meine, wenn Escalator da ist, dann muss natürlich Escalator benutzt werden. Wenn Elevator da ist, dann machen wir natürlich einen Elevator nach oben laufen, logisch. Ne? Dann haben wir die Stairs. Also, ich meine, genau das ist es ja, dass man sich eben nicht immer an das hält, was man verspricht. Da komme ich schon. Senator Lounge. Hereinspaziert. Sesam, öffne dich. Also wie wir gesehen haben, der Google-Hof, der scheint beliebt zu sein in der Senator Lounge. Und das andere sah recht frisch aus. Schöne Dessertabteilung. Es gibt Flügel, es gibt ohne Fleisch. Toll. Also, sah gut aus. Naja, klassisch Würstchen natürlich, Frankfurter Würstchen. Ein schöner Ruheraum. Toll. Also man kann sich hier hinlegen, man kann eine Kleinigkeit essen und man kann noch mal ganz auf die Schnelle einen Espresso nehmen. Und der wird hier super nett bedient. Und es gibt einen Senator-Spa. Das ist ja schon fast wie Hot Circle, wa? Da kann man sich also so ein bisschen den Nacken massieren lassen. Also, und man kann wahrscheinlich duschen und. Komm, wir gucken mal. Senator-Spa. Oh, guck. Das kennen wir. Ja, von Shimas. Das ist wie bei uns in der First. Mit Gesichtsreinigung und Massagen. Also ich meine, da kann man jetzt nun wirklich nicht meckern, oder? Also in der Senator Lounge von Lufthansa gibt wieder ein Plus. Es gibt 10 Duschen hier. Ich meine, im Spa-Bereich von der Senator Lounge ist wirklich ein... Aber duschen machen wir heute nicht. War schön. Auf keinen Fall runterlaufen. Drückt das Knöpfchen und der Fahrstuhl kommt. Und da ist er schon. Ab in die Ebene 2. Guck mal, jetzt kann ich schon wieder mit euch über den Spiegel kommunizieren. Hier ist der Horn. Und der Horn ist jetzt in der Senator Lounge gewesen und geht von der Senator Lounge im Hopping-Bereich. Oh, toll. Muss ich immer sagen, das finde ich wirklich immer toll. Um die Ecke, das müsste hier auch gehen. Zweite Etage. Geht da auf. Genau, und da geht's hoch und da geht's raus. Und das war schön. Und jetzt frage ich mal, gibt's überhaupt eine Business? Gibt's eine Business Lounge? Da links an der Rolex-Uhr. Vielen herzlichen Dank. Es gibt eine Business Lounge. Den Namen sage ich jetzt nicht. Also zu dieser Uhr. Ich habe ja auch eine Uhr an. Also da gehen wir jetzt mal gucken. Das ist ja hier der Bereich B40, 41, 42, 44, 45, 46. Und das ist schon recht, hier ist schon viel los. Business Lounge. Die Lufthansa Business Lounge. Und da gehen wir jetzt mal, natürlich
gespannt, ob es was Neues gibt und ob die extrem voll ist. Das werden wir mal sehen. Also, da gehen wir jetzt hin.